gelandet bin in England, hat es einen Regenbogen gehabt. Das ist ein Magic Moment, oder? Ja, genau. Hallo zusammen! Das ist Manuela und Claudia. Magic Moments. Geschichten von dir und mir. Voll Vertrauen, ehrlich, erfrischend. Claudia, du hast mir vorher gesagt, du willst etwas über deinen Herzensweg mir erzählen. Was hast denn du da für eine Geschichte dazu von deinem Leben? Da gibt es ganz viele Geschichten. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass es im Moment mir einmal gar nicht klar war, dass ich jetzt meinem Herzensweg gefolgt bin. Und das kann durchaus auch eine Alltagssituation sein. Und im Nachhinein aber, wenn ich dann eben, ja, nochmal darüber nachgestudiert habe, habe ich gemerkt, ja, da bin ich jetzt wirklich meinem Weg gefolgt. Und wenn ich so etwas rauspicke, dann würde ich gerne von den Weiterbildungen reden, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich ganz viel gemacht, auch viele berufliche Sachen. Und ich habe immer wieder, schon als sehr junge, habe ich auch ja, Persönlichkeitsentwicklungen gemacht und habe mich wie diesen Persönlichkeitsentwicklungsthemen gewidmet und das aber wie eine zweite Welt eigentlich laufen lassen. Also das wissen ganz wenige Personen nur. Also jetzt dann vielleicht nicht mehr. Weil ich auch einflüssen lassen habe in meine Arbeit mit Menschen. Und was ist dann dort so ein bisschen das, was gemeinsam war oder was du hast können weitergeben von dem, was du gelernt hast? Ich glaube, der springende Punkt ist so, das Wollen verstehen, wie tickt mir oder was ist wichtig im Leben. Magst du von einer mal ein bisschen mehr erzählen? Ja, vielleicht das Matrix, weil das ist gerade die jüngste, die ich gemacht habe, vor, ich weiß gar nicht, 5-6 Jahren, so um das herum. Ja, also das ist eine Art, wie man mit, wo man für sich selber machen kann, oder? Man geht, also die Basis ist so die, dass wenn irgendwo ein Schmerz ist, psychisch oder physisch, dass dann die Energie sich zusammenzieht und so, ja, so eng wird, oder? Und mit dem Matrixen, also mit dem Verbinden, mit dem Seelenbewusstsein, dann kann ich das wie lösen. Oder wie, ich stelle mir immer so vor, wenn so ein bisschen Luft reingepumpt wird oder Energie reingepumpt wird. Und dann löst sich das zum Besten von mir selber und den anderen Menschen. Man schafft mit den Händen, also man tut, entweder wenn man es sich selber macht, tut man wie die linke Hand zum Beispiel im Herzfeld, also bei sich auf die Brust legen und dann tut man einen Punkt, also die rechte Hand dann so im Feld rein platzieren. Es ist jetzt noch schwierig, das ohne dass ihr das seht, dass ich das beschreibe. Und dann tut man wie gleichzeitig, spürt man die beiden Mittelfinger, die spürt man gleichzeitig und dann tut man die Absicht sagen und wartet einfach einen Moment, oder? Und dann passiert da etwas. Manchmal ist es ganz sanft, dass man fast nichts spürt und manchmal ist es tatsächlich so, dass man ganz merkt, wie das anfängt zu arbeiten und tun und machen, oder? Ja. Sehr spannend. Es klingt, als wäre sehr wohltuend, also dass es einem nachher besser geht. Absolut. Es ist immer wieder spannend, wenn ich mit dir rede. Ich merke, wir haben so viele gleiche Themen, so viele Sachen, die wir endlich praktizieren. Danke vielmals. Ja, sehr gerne. Ja, und du, Manuela, was ist dein Herzensweg? Ja, also ich habe auf meinem Herzensweg schon verschiedene Sachen sind zu mir geflogen. Und eins davon, was ich jetzt wirklich praktiziere, das ist die Schweizhütte. Die ist so zu mir gekommen und ist jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja, kannst du das noch erklären, was eine Schweizhütte ist? Eine Schweizhütte ist wie ein Korb, könnte man sagen, ein umgekehrter Korb. Wenn wir kommen, Schweizhütte, decken wir sie zudecken mit Wolldecken.
Außerhalb von der Schweiz heute machen wir ein Feuer und dort tut man Steine erwärmen, bis sie ganz heiß sind. Und wenn die heiß sind, dann nachher tut man sie rein, in das Loch rein. Ich tue ein Kräutchen drauf, um sie begrüßen, die Steine, und tue Wasser drauf und das gibt Dampf. Und der Dampf, der geht auf die Haut, also die Leute spüren das. Und dann fängt sich an, man sagt, so das Blut anders bewegen. Das heisst, es kommen dann die Emotionen. Und das kann sein, dass man sich vielleicht an Geschichten erinnert, die fröhlich sind. Es kann aber auch sein, dass man Geschichten sich erinnert, die unangenehm sind. Also das heisst, das ist im Prinzip eine Art Natursauna? Ja, ich würde es eher Dampfbad nennen. Okay. Weil es wirklich sehr viel Dampf hat. Ja. Und wie viele Leute haben denn Platz in so einer Schwitzhütte? Also wir haben eine Schwitzhütte, wo wir etwa zu 8 drin sitzen. Das heisst, dann kann man auch noch liegen. Das ist spannend. Und wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Oder was ist der Link zu deinem Herzensweg? Ich war bei einer Frau und die hatte Klangschalen. Und es hat mich richtig auch so angezogen, dort hinzugehen. Und sie hat mir die Klangschalen auf den Körper da und dann konnte ich mich total gut entspannen. Ich hatte ganz viele Bilder. Also wirklich sehr viele Bilder. Und ich habe dann immer gefunden, ich möchte mich jetzt entspannen und nicht so einen Film sehen. Das ist mir auch dann irgendwann gelungen. Als ich dann raus bin, aus dem Raum raus, hat es hinter der Tür, wo ich beim Reingehen nicht gesehen habe, ein Bild gehabt von einem Mann. Und ich habe so auf dem Rausweg gesagt, wer ist das? Weil den Mann habe ich gesehen vorher, so in meinem inneren Auge, in meinem Film. Und dann hat sie mir irgendeinen Namen gesagt und ich, ist gut, und bin heim. Und was aber dann passiert ist, in den nächsten 6 Monaten habe ich den Mann jeden Tag gesehen vor mir. Und zwar hat es auf der Seite angefangen und er ist immer ein bisschen weiter vorgerückt, bis ich ihn vor mir kam, so wie ich dich jetzt gesehen habe. Und irgendwann war mir das zu viel gewesen. Dann habe ich gefunden, was ist das? Also physisch ist der nicht anwesend? Nein. Aber ich habe ihn so quasi immer gesehen. Und ich konnte überhaupt nicht mit dem anfangen. Und dann habe ich so verschiedene Freundinnen gefragt und sie haben mir immer wieder gesagt, du musst den im realen Leben sehen, dann hört das auf. Und ich dachte, schon dort bewusst gewesen, dass das jetzt dein Herzensweg ist, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe also so ähnlich wie bei mir, oder? Genau. Hast du im Nachhinein. Ja, ich wollte einfach das lösen. Ich habe gedacht, jetzt will ich dem auf den Grund gehen. Wer ist das? Was soll das Ganze? Ja, und ich kann schon, muss ehrlich sagen, es war mir nicht ganz wohl gewesen, weil in meinem Umfeld habe ich niemanden gekannt, der mir da irgendetwas dazu sagen konnte. Und ich habe dann einfach gewusst, okay, ich fliege jetzt dorthin und wenn es wirklich total etwas komisch ist, dann habe ich eine Kreditkarte und fliege einfach am nächsten Tag wieder heim. Und dann bin ich dorthin gekommen und als ich gelandet bin in England, hat es einen Regenbogen gehabt und ich habe dann gedacht, ja gut, also das ist irgendwie Magic schon schön. Moment, ja, genau. Dann bin ich dort und wir haben dann, es war eine kleine Gruppe und dann hat mir eine Schwitzhütte gebaut am nächsten Tag. Und das Erlebnis ist für mich etwas sehr Mystisches, Angenehmes, wie eine Wiedererkennung. Also ich habe mich sehr wohl dort hineingefühlt. Das war sein Heim. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, dass ich eine Schwitzhütte gerne für mich machen will. Und habe dann das mit einer Freundin zusammen haben wir das angefangen zu machen, wirklich nur für uns zuerst. Und mit der Zeit ist das immer weiter gegangen. Ich habe immer weiter gelernt, auch bei anderen Menschen. Und seit ganz vielen Jahren biete ich jetzt Schwitzhütten an, also eigentlich seit 2009. Das waren unsere Geschichten über unsere Herzensangelegenheit, über unsere Magic Moments. Hast denn auch du eine Geschichte, die du erlebt hast, die jetzt deine Passion ist, dein Herzensweg? Ja, ehrlich, erfrischend, voller Vertrauen, erzähl doch davon.